Es stürmt und ist wirklich ungemütlich. Daher sind wir froh, dass wir alle vor dem Rechner, dem Tablet oder was auch immer sitzen und hoffentlich im Warmen. Ansonsten habt ihr mein Mitgefühl. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute ein wunderschönes Schiff und zwar die Zao. Admiral Akbar spielt der Ganze für uns. Natürlich ein Zehnerschiff und hat hier das Glück, im ganzen Gefecht der einzige Zehner zu sein. Also, da kann es schlechter laufen. Jetzt schauen wir mal, was er da so an den Tag legen kann. Wir geben Gas und erstmal spulen wir natürlich fleißig. Er fährt direkt Richtung Westen. Da kommt er wohl noch nicht drauf. Jetzt schauen wir mal, was da so die anderen sagen. Da haben wir noch eine Kagero. Hat HE geladen. Das ist durchaus nicht ganz uninteressant, aber nee, das wird nix. Da vorne wird es aber gleich spannender. Komm, komm, komm. Gib mir gute Szenen, gib mir gute Szenen. Das wollen wir alle sehen. Die guten Szenen. Die Flugzeuge, die stören ihn auch noch nicht weiter. Aber jetzt, Kutuzov ist leider hinterhalb der Insel. Aber jetzt glaube ich, dass es gleich mal richtig rund gehen wird. Da kommt er doch schon auf was drauf gleich. Ibuki. AP hat er jetzt geladen. Hat alle Kanonen auch schön so positioniert, dass er jetzt gleich sein Trommelfeuer loslassen kann. Jetzt so. Ja. Und schauen wir mal. Da landen schon die ersten 11.600 Schaden beim Gegner. Und auch die Torpedos lässt er gleich mal los. Hat davon ja ganze 10 Stück am Start. Muss nur aufpassen, dass er hier nicht zu stark seine Seite anbietet, weil auch wenn die Zao guten Damage machen kann, aber natürlich frisst die auch ganz gerne. So, die Ibuki, da kommt sie rum. Aber ein Torpedo trifft und das sind halt doch gleich ganze 16.600 Damage, die da einhergehen. So. Hinter ihnen eine Ibuki von seiner Seite. Auf die Ibuki schießt er jetzt wieder los. Ah, da waren sie leicht zu schräg, deswegen hat er jetzt HE geladen. Jetzt ideal jetzt für HE und jetzt direkt danach wieder auf AP, weil ich glaube, die könnte weiter drehen. Aber nee, 6200 Schaden und fährt schräg weiter, aber ich denke mal, die wird es dahin raffen. Nee, doch nicht. Er dürfte wohl den Killshot klar machen können. Seine Schüsse sehen so aus, als ob es die einzigen in der Luft wären. Einer muss treffen und dann macht er den ersten Kill. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So, und die Kutuzov. Da braucht er auch nicht viele Treffer, dafür, dass die weg ist. Kutuzov denkt schon, alles gut, ich bin weg. Aber nein, hat er schön abgestaubt. So, wie es einem dann am meisten Spaß macht, wenn man sich denkt, hihi, doch noch meiner. Oh, die Iowa wäre auch potenziell der nächste One-Shot. So, aber ich glaube, hier können wir das Spiel... Oh, da ist doch neben ihm... Kommt doch da jetzt was rein. Also jetzt dürft's... Jetzt ist es sogar so, dass es gar nicht mehr so einfach wird, weil gefühlt kriegt er jetzt von überall so ein bisschen Besuch. Er muss aufpassen, dass er sich hier nicht zu sehr so manövriert, dass er das einzige Ziel für den Gegner ist, weil das beschießt man natürlich dann am liebsten.
jetzt die Kakaro, die ist natürlich unmittelbar nah, aber hat das schön getroffen. Riesig großer Fächer. Er manövriert auch rein. Jetzt hat er seine Geschütze und macht den weg. Und er hat ja, glaube ich, den möglichst geringsten Damage mit einem einzigen Hit bekommen. Der zweite, wenn der noch nachgelaufen wäre, ja, dann hätte es mal richtig unangenehm enden können. Aber so Glück im Unglück. Oh, die Rona, die war aber schnell weg jetzt. Die neue Sink-Animation und die neue Zerstörungsanimation der Schiffe. Wir sehen auch mittlerweile kein Gestürme und Getobe mehr, sondern mittlerweile alles etwas ruhiger und entspannter. Jetzt Richtung North Carolina. Bei der North Carolina muss ich immer an Shaggy denken. Hat ja auch mal ein schönes Lied gehabt. Oh, Carolina. Das sag ich da nur. Also, aber vielleicht für die ganzen jüngeren Zuschauer schon ganz schön sehr, sehr, sehr lang her. Also, wahrscheinlich bin ich da die einzige Ausnahme, die das Lied noch kennt. Nichtsdestotrotz, einfach diese unglaublich tolle Nachladezeit. Die Zau hat auf jeden Fall definitiv etwas für sich. Zwei Brände, die er da verursacht. Am Ende der Runde, das werdet ihr in der Endauswertung sehen, hat er sogar ordentlich Brandschaden machen können. Nochmal 5 Treffer. Aber der Schaden war überschaubar. Jetzt auf die Tirpitz. Ist die Frage, brennt die North Carolina weg? 1600 Struktur, 1200. Schaut gut aus. Auch die Tirpitz konnte er anzünden. Und was ist bei der North Carolina los? Ja, auch der Kill. 4. schon. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Und 10 Treffer. Einmal angezündet. Feine Nummer. Auch die Flugzeugträger, habe ich so das Gefühl, dürften bald mal aufploppen. Also, die Tirpitz brennt spätestens jetzt lichterloh. Der Katapultjäger, den er jetzt gut gebrauchen könnte, weil es gefühlt so ein bisschen das ganze Flugzeug lastiger wird, der kommt jetzt zurück. Dementsprechend knapp 3 Minuten, bis er wieder am Start ist. Und da ist die Essex. Schön jetzt auf die Wasserlinie halten. Jetzt versuchen, da die Zitadelle klar zu machen. Aber der Schaden, der ist so oder so natürlich ordentlich. Essex will sich jetzt auch wegbewegen. Aber natürlich macht die Zau, wenn sie einmal losgelassen wird, einen wirklich schnellen Schaden. In Brand gesteckt. 12 Zieltreffer. Ja, das tut alles schon ganz schön weh. Wie viel hat sie noch? 12.300 und brennt. Und auch die Tirpitz selber, die macht es nicht mehr lang. Auch die dürfte wohl wegbrennen, so wie es aussieht. Diesmal kein Kill durch ihn, aber der wird zu verschmerzen sein, dass er mal ausnahmsweise einen Kill nicht bekommt. Wichtiger ist jetzt der Flugzeugträger. Aber den Kill, den wird ihm wohl keiner mehr nehmen. Ja, die Krake wird da freigelassen. Wir haben einen gegnerischen Flugzeugträger versenkt. Und der nächste Flugzeugträger, der wartet ja schon praktisch. Die Lexington. Naja, die Flugzeuge, die stören ihn nicht wirklich. Könnt ihr für mich hier ein bisschen mehr auf Zitadellenjagd gehen bei der Lexington? Oh, schöner Hit von der North Carolina.
Repariert er direkt. Und Unterstützungsmedaille. Zwei Brände. Aber die wurden wohl repariert. North Carolina kommt immer näher. Lexington. Auch nochmal 8 Treffer. Nochmal zweimal in Brand gesetzt. North Carolina kommt immer näher. Großkaliber hat er mittlerweile auch. Also jetzt regnet es ja praktisch nur noch Medaillen. Und jetzt mal schauen, was da passiert. Also überall hat er jetzt gerade Baustellen. Vernichter hat er jetzt bekommen. Der Zerstörung auf ihn. Und jetzt noch die North Carolina. Da will er seine Torpedos wieder an den Mann bringen. Und wir genießen das in reduzierter Geschwindigkeit, weil ich mich damit verabschiede. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit World of Warships. Den Kill, den holt er sich definitiv. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.